Sahnekoch hier. Ja, und heute werden wir mal eine vegetarische Gemüsesuppe kochen. Viel Spaß! Dazu brauchen wir erstmal Puderzucker, Tomatenmark, ein Becher Schlagsahne, ein paar Lorbeerblätter, außerdem noch gewürfelte Möhren und gewürfelte Sellerie. Dabei ist es wichtig, dass es genauso viel Möhren sind wie Sellerie. Also die Menge ist eigentlich egal, ihr könnt ein Kilo nehmen, könnt ein halbes Kilo nehmen, aber es reicht meistens so um die 400 Gramm, das reicht aus. Currypulver und noch etwas Gemüsebrühe. Zuerst tun wir etwas Puderzucker in den Topf, so circa 2 Esslöffel. Der Puderzucker wird dann halt sehr stark erhitzt und dann karamellisiert er. Dann karamellisiert er halt, dann sieht man das hier auch, es fängt dann halt an. Und wenn das denn alles karamellisiert ist, dann kommt das Gemüse da rein. Nun geben wir den Sellerie und die Möhren dazu. Und alles wird dann schnell durchgerührt. Und das Tomatenmark wird reingedrückt. Auch so ungefähr wieder eine Esslöffel, ein bisschen nach Gefühl. Alles wieder ein bisschen mitrösten. Man merkt, hier muss man auch schnell umrühren, damit nichts anbrennt. So, als nächstes kommt dann der Curry dazu. Auch ein Teelöffel ungefähr. Also man kann dann halt wieder sich selbst bisschen überlegen, wie viel man da reintun will, je nachdem, wie scharf man es essen will. Und auch das wird wieder mitgeröstet. Wer will, kann auch noch Apfelsaft reintun, ganz bisschen. 10 Milliliter oder sowas. Aber das machen wir jetzt mal nicht, weil das muss man einfach ausprobieren, ob man es mag. Als nächstes dann das Wasser aufgießen. 750 Milliliter haben wir jetzt genommen. Und dann kann man halt entweder Brühwürfel reintun oder macht die Brühe direkt selbst. Kann man sich halt aussuchen. 3 Lorbeerblätter da rein, die werden dann untergerührt. Und dann wird das Ganze 15 bis 20 Minuten weich gekocht. So, nach ungefähr 15 Minuten nehmen wir jetzt die Lorbeerblätter wieder raus. Da muss man ein bisschen ausprobieren immer. Die findet man nicht so einfach. Einfach ein bisschen drin rumrühren. So. Und das letzte. Deswegen merkt man sich am besten, wie viel man reingetan hat, weil man sonst eins mit püriert und das wäre nicht so gut. Wenn das dann gut und lange püriert ist, dann kommt als letzter Schritt sozusagen die Sahne rein. Ganzer Becher. Und es wird dann nochmal umgerührt. Man kann es nochmal erhitzen und dann nur noch abschmecken und dann ist fertig. Nun würzen wir es noch ein bisschen mit Salz. So, das war auch schon unser kurzes Video zur vegetarischen Gemüsesuppe. Könnt euch mal überlegen, wie es euch gefallen hat. Schreibt es nochmal in die Kommentare, wäre sehr hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen da lassen, ja. Wäre sehr schön. Oder sogar ein Abo. Und dann sind wir auch durch. Wir hoffen beim nächsten Video wieder. Und in 2 Wochen. Viel Spaß beim Nachdenken. Bis dann.